Mähdrescher fahren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. Jo, gut. Ich hatte mir gerade einen Chip reingezogen zwischen den Aufnahmen. Das ist dann auch der letzte Part der Vorproduktion. Heute sollte Freitag sein, genau. Und ja. So. C. B. 2. Nee. 2. Nee, runter wieder damit. So. Jetzt alles richtig und dann wieder zurückfahren. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mir Feld 17 nicht geholt habe, weil Feld 18 hier, das ist schon groß mit dem Mähdrescher hier. Weil, ja, ich habe halt nicht, noch nicht so viel Geld, dass ich mir die teure Maschine kaufen kann. Und, ja. Auf jeden Fall spare ich jetzt auch erstmal auf die 400.000, also hinter unserem 40 noch eine 0. Dann haben wir's. Und, ja, oder sagen wir, wir packen die 0 mal hinter die 3, genau. Dann wäre ich auch zufrieden. Ey, wo haben wir jetzt eigentlich die 3 Euro da verloren? Hm? Also Gebühren, oder was? Weil man muss ja jetzt Gebühren zahlen. Könnte sein, dass es das ist, aber naja. Gut. Hoffentlich geht's jetzt... ja, das sollte jetzt langsam so vorangehen, hoffentlich. Hier. Ich habe mir jetzt vorgenommen, so bis Part 30... Ja, nee. Das sag ich mal nicht. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei Part 25 oder 26 oder so. Und bis Part 30 wollte ich dann wieder 100.000 zusammen haben. Aber naja. Weiß jetzt nicht, ob das so klappt. So. Als nächstes pflanze ich, wie gesagt, Weizen an. Ne? Damit ich ein bisschen ein breiteres Angebot habe und nicht nur Raps, weil hier, wie ihr seht, der Raps, der fällt, der ist jetzt bei 1188. Der war mal, glaube ich, bei 1400 oder so am Anfang. Halt, da habe ich, glaube ich, was übersehen. Ja, und zwar nicht zu knapp. Nee, sonst habe ich nichts übersehen. So. So, ich finde das Lied toll. Dropping Coins von Jimmy Official. Die Musik sollte auch in der Playlist, genau, unten in der Beschreibung verlinkt sein. Also da ruhig mal vorbeischauen. Der Jimmy Official, der macht tolle Musik. Wenn sie nicht verlinkt ist, dann muss ich natürlich mal schauen und das dann verlinken. So. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das wirklich schon verkauft habe, weil 1500 Liter, die dann da drin sind im Körnertank, das scheint dann relativ wenig zu sein. Aber ich meine, ich hatte das verkauft, weil 1500 Liter ist ja quasi nur eine Füllung hier. So. Gut. Nach der Füllung muss ich dann aber mal zurückfahren zum Hof mit dem Träger hier. Kleiner roter Traktor. So. Der Same Titan. Gut. Ja. Eindeutig, da habe ich was rausgetankt, weil ich habe ja jetzt schon mehr als im Körnertank ist und ich habe da ja ewig viel reingepumpt. Ja, ganz eindeutig. So, über 75%, dreiviertel voll, fahren wir zurück zum Hof und kippen ab. Da vorne sind auch schon die Körnertanks. Ich freue mich schon wirklich, wenn wir größere Maschinen haben. Das wird dann endlich richtig, richtig geil. Aber naja. So. Wenn es wirklich gar nicht läuft, dann sage ich mal, mache ich 20 Minuten Parts. Ja. So. Und abkippen, bitte. So, cool. Und abgekippt. Nice.
Wie viel habe ich jetzt eigentlich im Tank? Ah, 5.800. Vielleicht komme ich noch auf 10.000. Nee, obwohl mit dem Felger. Nee, habe ich immer noch nicht. Frontladung mit Plattengabel. Oder Palettengabel, ich weiß es gar nicht mehr. Ich lese das nicht, ich lese da eigentlich immer Plattengabel. Und dann denke ich immer, das ist richtig. Ich glaube, da steht sogar Palettengabel, oder? Ach, du lieber Himmel. Ach, wartet mal. Hätte ich eigentlich so machen können. Genau. B, 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 B. Gut. Ah, ich dachte jetzt schon, der fährt los. Gut. Ah. Deswegen habe ich hier Hektik gemacht. Gut. Ah. Was mir allerdings bei Landwirtschaftssimulator nicht so gut gefällt über Eurotruck ist, dass ich bei Landwirtschaftssimulator immer relativ schwer Highlights finde. Ich mache hier immer so ein kleines Highlight vom Part und ja, ist schon relativ schwer für mich. Und ja, so. Gut, hier nochmal um die Ecken. So, und... Ah, nein, nein, nein. Ich möchte hier alles mitnehmen. Alles. Ich bin gierig. Nein, Polo und möchte hier alles mitnehmen. Dankeschön. Boah, das war jetzt wieder mies hier. Rassistisch hoch 3. Aber naja. Gut. Ich freue mich übrigens, dass euch Landwirtschaftssimulator so gut zu gefallen scheint, weil ja, es gibt, ich sag mal, ordentlich Klicks, ne? Wenn das jetzt nicht irgendwie zu Klick geil klingt, aber es gefällt. Ich freue mich halt, dass meine Arbeit bei euch dann gut ankommt. Und ja. Ist auf jeden Fall top, sag ich mal. So, einmal hier nochmal um die Kurve fahren. Oh, 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 das wird knapp. Aber geschafft. Ja, hier alles mitnehmen. Wunderbar. Das ist doch toll. So, weiterfahren. Und, ja, ich überleg gerade mal, was ich mir überleg. Ach ja, apropos Mähdrescher. Wir hatten mal einen in der Schule. Der ist eigentlich immer ausgerastet, naja. Und das fanden die anderen lustig und dann haben sie den irgendwann mal auf dem Mähdrescher fahren sehen. Und dann haben die den immer geärgert und den Mähdrescherfahrer genannt. Und dann immer Mähdrescherfahrer, Mähdrescherfahrer. Und irgendwann ist er dann mal ausgerastet und dann haben sie wieder gelacht. Das fand ich allerdings auch witzig, ne? Seine Ausraster sind immer witzig, ne? Er rastet aus und der rastet dann wirklich aus. Der schlägt um sich, ne? Schmeißt mit Tischen und was weiß ich. Und setzt sich dann in den Flur, Jacke über den Kopf und heult 3 Stunden lang. Das ist einfach so witzig, ne? Wir lachen uns immer da alle kaputt, wenn er dann aus dem Raum ist. Und die Lehrer denken dann immer, oh, das ist total schrecklich, ne? Aber wir haben uns immer kaputt gelacht. Der ist jetzt gar nicht mehr in meiner Klasse. Und ja, war immer ganz lustig. Und irgendwann kam einer an, ich möchte ein Buch über den Mähdrescherfahrer schreiben. Ja, fand der auch nicht mehr so prickelnd, aber es war richtig lustig. Fand ich total, total klasse. Naja. Gut. Richtig, richtig nice. So. Ich hab dort richtig gefeiert. So. Aber naja. Der Mähdrescherfahrer. Das war eigentlich ein ganz netter Kerl. Oder ist denn? Ich sehe den immer noch in der Pause, aber irgendwie mag ich den trotzdem nicht, weil, ja, ich will jetzt nicht sagen, er ist mir zu dumm, aber er ist mir wirklich zu dumm an einigen Stellen. Ist da Guden, ne? Wenn man mit dem so privat redet, bekommt man den Eindruck, der ist gar nicht so schlau, aber wenn man dann wirklich mal, ja, ein tieferes Gespräch mit dem führt, so wie ich das manchmal mache, dann merkt man, ui, der hat ja richtig was auf dem Kasten, ne? Und nach seinem Aussehen zu urteilen, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf, also das, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, oh mein Gott, der ist bestimmt richtig dumm, ne? Aber, ja, der ist eigentlich quasi genauso gut wie ich. Vielleicht ein Stück schlechter oder an einigen Stellen ein Stück besser als ich. Aber wir nehmen uns nicht viel und ja, finde ich toll, dass ich einen gefunden habe, der eigentlich quasi meinem Intelligenzquotienten entspricht. Ich weiß jetzt gar nicht, wer intelligenter ist von uns beiden. Will ich auch gar nicht wissen. Sind beide ungefähr gleich intelligent, wenn man das so nennen kann. Und ja, nur um das mal euch zu sagen. Jetzt schreibt ihr bestimmt alle in die Kommentare, hey, Chewie hat gesagt, du siehst so aus, als ob du richtig dumm und behindert wärst. Boah. Das darf's ja eigentlich keinem erzählen hier, ne? Aber ihr wisst gar nicht, wie er aussieht, also könnt ihr das auch nicht beurteilen, ne?
ist meine Meinung, ne? Und ich glaube, Guden versteht auch, oder wie ich das meine, ne? Dass das. Es ist ja quasi komplett. Und ich vergesse wieder Shift-Tab zu drücken hier. Und es ist ja quasi ein Kompliment an sich, ne? Er sieht nur komisch aus. Oh, ne. Nee. Tut er noch nicht mal, ne? Aber naja, lassen wir das mal. Vom Charakterlichen her, privat ist er da auch richtig nett. Deswegen, ja, sind wir auch gut befreundet. Guten und ich, ne? Wir kennen uns ja auch über die Schule. Er sitzt neben mir, ich sitze neben ihm. Ja, wer hätte es gedacht? Und ja. So. Gut. Oh, oh, oh. Musa wäre ich da nicht mehr rumgekommen. Das war jetzt schon ganz, ganz, ganz krass, ey. Ich finde das auch immer lustig. Viele Leute fragen mich Sachen über Guden. Und ja, ganz ehrlich, die beantworte ich euch nicht. Ihr könnt Guden selber fragen. Das ist einfach nun mal so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sag mal so, wenn Leute was über Guden wissen wollen, ne? Wenn ihr was über mich wissen wollt, fragt ihr dann Guden, hey Guden, benutzt der Chewie Fraps zum Aufnehmen oder so? Ja, ich benutze übrigens Fraps. Dann wird er wahrscheinlich auch sagen, fragt Chewie selber oder gar nichts, ne? Weil, ja, er mag solche Kommentare oder Nachrichten ebenfalls nicht und ich auch nicht. Deswegen, ja, nehmt er bitte Rücksicht auf uns. Ja. Vor allen Dingen bei ihm auf dem Kanal steht, meine ich sogar noch, was er alles benutzt für eine Ausrüstung. Und er hat auch so ein Video gemacht, was er für eine Ausrüstung benutzt. Also, wenn ihr ihn fragt, was ihr für Ausrüstung habt, na dann, ja. Das finde ich generell so doof. Irgendwas steht bei mir auf dem Kanal, hey Chewie, wann kommt das nächste Mal dieses und jenes Projekt? Warum habe ich einen Upload-Plan erstellt und warum guckst du dir den bitte schön nicht an? Da frage ich mich dann, warum mache ich mir die Mühe und ja, mache mir diesen Upload-Plan? Er guckt sich ihn ja eh nicht an, also hey, ist doof. Bevor ihr fragt, versucht euch wenigstens zu informieren. Also, ich, ja, oder meine Hardware, ne, steht auf meiner Homepage. Da könnt ihr auch mal gucken, ne, auch wenn die jetzt nicht so gut ist, aber steht da drauf, ne. So, gut. Ich mache jetzt hier noch den Körnertank voll, ne. Und dann ist der Part auch schon leider wieder vorbei, ne. Ach ja, ich kann mal wieder sagen, ihr könnt meiner Show gerne folgen. Oder, meine Show abonnieren. Wie ihr zu meiner Show gelangt, ganz einfach unten rechts und unter dem Video rechts ist so ein kleines Bild. Dort klickt ihr drauf und dann kommt ihr zu meiner Show. Dort könnt ihr dann, ja, abonnieren. Vorteile von der Show sind, ihr seht die Folgen eine Stunde früher. Heißt, anstatt um 20 Uhr, um 19 Uhr. Und ja, ihr habt auch wirklich nur meine Folgen. Wenn ihr dann meint, ne, ich möchte jetzt nicht, dass der Minecraft hochlädt, dann ja, geht ihr einfach zu Landwirtschaftssimulator Show und klickt die an und dann klappt das. So. Und mir wird es natürlich auch helfen, meinen Kanal zu vergrößern. Und ja, es ist halt Promotion für mich, diese Show. Deswegen habe ich es ja auch gemacht und halt für euch, damit ihr da kleine, ja, Features habt, die ihr vielleicht ausnutzen könnt. Im Gegensatz zu Leuten, die keine Show abonniert haben. So, lass mich mal hier hoch. Und ja, über die Show, also ich sehe auch Aufrufe, die über die Show getätigt werden und nicht übers Video. Und ja, gut. Wollte ich nur euch mal sagen. Also ich weiß, wer über die Show guckt und wer nicht, ne? Nee, gut. In dem Sinne würde ich dann sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich würde mich ja echt über ein Abo auf meiner Show, eine Bewertung oder einen Kommentar freuen. Und dann sage ich mal tschüss. Bis zum nächsten Part.